So, Ephraim kriegt sich da zum Glück ganz gut gewehrt. Wenigstens sind die Gegner auf diesem Untergrund ja auch elendig langsam. Wir haben noch mehr als die Hälfte der Runden und fast die Hälfte des Weges geschafft. Also sieht gut aus, wobei wir halt den ersten Teil auch noch laufen konnten und jetzt gerade einfach mitten im Nirgendwo feststecken. Sehr schön. Ephraim holt sich hoffentlich ein Level ab. Und 17,4. Ne, die erboster Wilder will ich nicht. Ich frage mich halt, ob ich den Feuerball von ihm auch so aufpumpen könnte. Erstmal besser als Windmacher. So, ich muss hier unten, ich muss hier schon mal ein bisschen Einheiten rumtauschen. So, Lethalia kommt dahin, Doom Lord kommt nach hinten. Okay. Jetzt stehen die stärksten Einheiten stehen draußen. So wie es sein sollte. Wahrscheinlich töten jetzt gleich Aranorn. Irgendwie schaffen sie das. Ja, da kommt einiges, aber das ist okay. Die Gegner sind mir lieber als die Dämonen. So, und ich mach Schema F einfach weiter. Krux wird immer stärker. Wenn das so weitergeht, holzt er sich da irgendwann alleine durch. So. Wow. Das war schon kacke. Dann neidlos anerkennen. Das war echt schon nicht gar nicht mal so schön. So, der ist weg. Ich würde gerne dich hier hinstellen. Okay, das funktioniert hinten und vorne nicht. Alles klar. Dann tausche ich Doom Lord, glaube ich, dahin. Bäumchen, wechsel dich. Zack. Das Schwert würde ich gerne mitnehmen oder zumindest rausfinden, was es ist. Das wäre ganz gut. Die kommen halt einfach nicht voran da unten, ne? So, gerade sind wenigstens nur die beiden Dämonen hier. Der muss auf jeden Fall auch mal ein bisschen schneller werden hier. Der ist echt viel zu langsam. So. Einmal ein Feuerball. So, du wirst noch geschickter mit deinen Feuerbällen. Die sind nämlich aktuell... Ja, ich würd schon so weit gehen und sagen, das ist unsere Lebensversicherung gerade. So, Ephraim geht dahin. Es wird hier ein bisschen durchgetauscht. Zack. Und du haust mal einen raus. Oder du lässt es, weil du keinen Bock hast. Das ist auch okay. Das war nicht schön. Egal. Wir müssen nehmen, was wir kriegen können. So, ich hoffe, dass der Dämon gleich in die Reichweite von Krux geht.
tut er, aber ich werde, glaube ich, trotzdem nicht den Dämon ausnahmsweise nicht mit Krux angreifen. Ich habe eine Idee. Silas müsste mal bitte hier alle dieser ganzen Typen töten, danke. Du tötest den da. Und dann... nehmen wir hier oben mit, du kannst hier hingehen. Bewahrst Blutsee. Tötest die beiden und holst dir dann noch Kunkators Schwert. Minus 40% Schaden, dafür Massenverlangsamung, Verlangsamung und Fersengeld. Fähigkeit Störfeuer, Resistenz gegen Magie. Gute Sache. So, ich möchte dich nämlich auf Angriffsreichweite für da unten kriegen. So. Das kann nicht nochmal angreifen. So, ich breche ausnahmsweise ein bisschen die Front auf jetzt gerade. So. Denn ich möchte... das hier machen. So, Heilung wieder dazu. Okay. Von da oben kommt nämlich gerade mal von dem Typen da abgesehen nicht viel. Der müsste eigentlich eine Runde hier überleben und dann haben wir jetzt gleich Krux in Angriffsreichweite. Ja, und der wird hier ziemlich einschlagen, glaube ich. So. Jetzt muss ich hier ein bisschen tauschen wieder. Und zwar dich mit dem, dich darüber und du haust hier alles kurz und klein. Alles weg. Einfach einmal durchgefegt. Feucht durchgewischt. So, und wir müssen gucken, dass wir hier möglichst bald aber wieder in unsere Formation zurückfinden. Deswegen bin ich dafür, dass du noch wuchtigere Hammerschläge bekommst. Ich bin dafür, dass du das Ganze hier Objekte, alle Objekte vom Boden aufheben. Rerats Harnisch, davon haben wir jetzt schon 4. Scheint nicht mehr ganz so selten zu sein. Massenangriff. Das alles wegballern. So, wir bewegen uns jetzt gerade ein bisschen schneller. Denn ich möchte wieder zurück in unsere Formation. Und dafür dürfen wir uns jetzt nicht ganz so viel Zeit damit lassen, hier einmal klar Schiff zu machen. So. Okay, nächste Runde sollten wir wieder in Formation zurückkommen. Und dann geht's weiter. Der Kartenrand ist unser Freund. Unser einziger im Moment. Mindestens eine der Folgen von dieser Map wird heißen, der Kartenrand ist dein Volk. Dein Volk, genau, dein Freund. Komme ich auf Volk? Keine Ahnung. Ich bin schon lange in der Aufnahme. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, bevor ich wieder eine Pause mache, diese Karte hier zu schaffen. Das werde ich jetzt auch durchziehen. So, 1, 2, zack.
So, Silas bleibt da erstmal stehen. Krux kommt dahin. Ephraim hierhin. Alpha macht den Abschluss. So, wir dürfen auf jeden Fall nicht weiterlaufen. Also nicht noch weiterlaufen. So, wir nähern uns wieder unserer Formation. Saurianer hatten nach wie vor Spaß daran, Magier zu schlagen. So, ich werde zwei Ecken weiter nach unten gehen. Eins, zwei. Ja, ja. Ich meine, es. Da ist eine Festung. Endlich finden wir hier mal was. So. Unser Magier muss sich heilen. Du gehst dahin. Du gehst hierhin. Ich weiß, dass der zwar kurz vorm Level-Up steht, aber wir haben gerade echt andere Probleme, als uns um Level-Ups zu kümmern. So, Alpha hierhin, Silas dahin. Hey, wir haben unsere Formation zurück. So, aber ich lasse jetzt ausnahmsweise nicht Krux alles töten. Der tötet noch genug. Ich muss Silas noch ein Stückchen weiter nach unten kriegen. Aber wer weiß, vielleicht können wir ja die Festung da einnehmen. Dann kann ich ein bisschen was einberufen. Wir haben 156 Goldstücke. Wodurch eigentlich? Ach, wir sammeln ja Gold ein, was die Gegner verloren haben. Stimmt. Da kommen auf jeden Fall die Besessenen her. Dämonen. Sehen gar nicht aus wie Dämonen. So, wieder zwei Felder weiter runter. Der hat jetzt aus lauter Panik tonnenweise Einheiten ausgebildet. Das ist okay. Eins. So. Okay. Uhr. Wird wahrscheinlich hier nächste Runde eine kurze Pause einlegen, um diesen Dämon von oben zu töten. Dass die Saurianer einem halt auch bis hierhin folgen und einfach nicht weniger werden. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal das Ganze hier abwehren. Natürlich wieder irgendjemand mit Kampfrausch. So, Lethalia geht es nicht mehr sehr gut. Ich glaube, ich werde gleich Lethalia gegen Krux tauschen. Mit dem einen Dämon da oben werden die schon fertig. So. Wir spielen wieder das lustige Tauschspiel. Indem du da angreifst, Resistenzen gegen Feuer, Klinge und Wucht plus 5% Kälte minus 5% Schaden, Nahkampf plus 1. Ich gehe mal weiter da drauf. So, Lethalia zieht sich zurück. Du musst ganz kurz hier weg. Damit Krux das da machen kann. Und dann alle wieder rein da. Formation schließen. Den Typen noch wegräumen. Und die da ist relativ immun gegen Silas Angriffe. Das finde ich nicht gut. Also tauschen wir das so. Den da weghauen. So.
Und dann kümmert sich Alpha um den Dämon. Okay. So, dann kommt mal alle näher. Kommt mal alle ran hier. Los, nicht so schüchtern. Oben kommen jetzt drei Dämonen. Okay, wir werden uns hier erstmal wieder... Okay. Was sind das für Einheiten, die der Gegner hier manchmal rausholt? Fragt sich echt, wo kommen die her? So, alle weggeholt. So, ich gehe jetzt hier mal ausnahmsweise ein bisschen aggressiver rein. Oh, ich wollte den, denke ich, nicht so angreifen. Das ist, glaube ich, niemand, den ich im Fernkampf angreifen will. Das war schon irgendwo doof von mir. So, wie gesagt, Krux, alles weghauen. Du könntest eigentlich... Die sind halt langsam, das ist das Gute. Mehr Resistenzen. Infernale Kälte. Da haben wir einen Typen stehen, den ich dann nicht stehen haben will. So. Ich gehe mal ein bisschen offensiver ran. An die ganze Sache, weil der jetzt halt nicht ein, zwei Einheiten ausgebildet hat, sondern direkt alles. Ja, das Problem ist halt, dass unser Zwerg hier ziemlich alleine dasteht. Ich kann Ephraim noch da oben hinpacken, aber das war's dann auch. So, und ich muss Lethalia schützen, weil ansonsten kommt einer dieser komischen Saurianer auf dumme Gedanken. So, jetzt kommen natürlich von oben auch noch die Dämonen. Ah, das ist besser als die Alternativen gerade. Okay, soweit, so gut. Wenn wir es schaffen, die drei wegzuräumen, dass ich hier einen Massenangriff drauf feuern kann, das wäre, glaube ich, ganz gut. Schaffen wir das? Ich denke, das müsste machbar sein. So, der ist weg. Dich kriegen wir... auch aus dem Weg geräumt. Unsere Qualitäten gleich eine Einheit Stufe 4. So, jetzt haben wir noch so Leute wie den da. Das ist schon mal nicht so toll. Das ist überhaupt nicht toll, hä? Das ist das Gegenteil von toll. Okay, werden wir noch eine Runde Tuch des fahlen Reiters oder Ring des Todesengel. Fordert Amulett des letzten Begleiters. Schaden 10%. Nettes Teil. So, der Magiestoß bringt mir da nicht viel. Was kannst du? Warum sollte ich den Streitkolben benutzen, statt das heilige Licht? Da sind halt nur ein paar komische Geister da unten. Nichts weiter Dramatisches.
Okay, wir rücken näher. Je eher wir das da ausgeräumt kriegen, desto besser die Festung. Ah, der Geist hätte uns helfen können. Wo sind die drei Dämonen hin, die da oben waren? Kommen wahrscheinlich jetzt gleich wieder. Da sind sie. Ich hab sie schon vermisst. So, wir müssen den da wegräumen. Und dann machen wir das hier. Leider nur ein Treffer. Aber das geht in Ordnung. Wir stellen Silas dahin. Lethalia hierhin. Und lassen dann erstmal dich den Angriff da durchhauen. Und Silas macht dann mit Unterstützung von Ephraim den Frostmassenangriff. Du nimmst uns den ab. Und einmal mit Schreckenswolf den weg. Okay. Das ist sehr, sehr gut. Wir kommen der Sache näher. Okay. Die können jetzt zwar Lethalia angreifen, aber es sollte nicht schlimm sein, weil es nur die Saurianer sind. Gibt Schlimmeres, was einen angreifen kann, als die Typen, die hier nur zum Sterben gekommen sind. Aber dafür sterben sie von allen Seiten. So, der hat auch bald ein Level up wieder, unser... Oh, den Geist bitte nicht töten. Ah, schade. Ich glaube, der ist schon fertig, der Anführer da. Ich glaube, der hat keine Einheiten mehr zum Ziehen. So, die... Dämonen von da oben. Habe ich noch eine Runde Zeit? Ja, habe ich. Wenn ich möchte, habe ich noch eine Runde Zeit. Das ist sehr, sehr gut. Denn dann kann ich dich hier hinstellen. Du haust alles weg, was da ist. Du haust den weg. Und jetzt muss ich es im Prinzip nur noch schaffen, den Typen loszuwerden. Und dann sollte ich eigentlich in der Lage sein, den Anführer zu töten. Dank Alpha. Sehr, 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 sehr gut. Habt ihr irgendwas... Der zweimal zwei eklige Typen sind da noch. Beide müsste ich im Nahkampf angreifen. Habe ich noch Nahkämpfer hier? Also wir haben dich. 13,5. Virusgift, dunkle Aura. Du kannst den töten und du müsstest mit Unterstützung auch den da schaffen. Na okay, er ist low genug, dass er der keine Dummheiten mehr machen wird, beziehungsweise wir können auch auf Nummer sicher gehen und ihn ganz töten. Peruns Streitaxt, Schaden 35%, Anzahl Angriffe 25%, Feuer minus 10%, Verlangsamung. Schadenmagie, das ist eine richtig, richtig gute Axt, die ich erstmal verwahren werde. So. Jetzt kannst du hier noch das Amulett der Vernunft verwahren. Finde ich eine vernünftige Sache. Aha. Boah, der ist schlecht. Den da können wir auch noch abservieren, nicht. Ja, aber der ist auch so gut wie tot.
So, jetzt ist es nur noch wichtig, dass wir uns hier wieder ein bisschen zusammenraufen. Nächste Runde kommen nämlich die Dämonen in Angriffsreichweite, aber wir können hier neue Einheiten einberufen. Und das werde ich auch machen, weil ich nicht weiß, was uns am Ende erwartet. Und als allererstes hole ich unsere Elfenheilerin, weil meine Einheiten schneller zu heilen ist, glaube ich. Ich habe mich ja beschwert darüber, dass sich Heilung nicht mehr lohnt. Das nehme ich zurück. Sie lohnt sich sehr. Vor allem, wenn ich so in Formation marschiere. Okay, was habt ihr hier zu bieten? Hinterlistiger Angriff, Lebensentzug. Lebensentzug, Magie, grauenerregend. Okay. Alles nichts weiter Tragisches. Du holst dir erstmal den Typen da. 5 gegnerische Einheiten. Ja, aber alles nur Gammelzeug. So, und wir entledigen uns erstmal 2 Dämonen. Und fangen an, uns hier ein bisschen in Verteidigungshaltung zu begeben. So, Alpha noch nach vorne. Dich zurück. So. Und jetzt gib mir. Wo ist sie? Halb W. 6 Bewegungspunkte nur, aber das ist mir so egal. Wen könnte uns noch helfen? 6 Bewegungspunkte. Ich brauche gute Bewegungspunkte. Unser Kriegsgelehrter könnte uns noch helfen. Du sowieso. Der noch nicht, der braucht Items dafür. Unser Sensenmeister ist zu langsam. Ich hole noch unseren Kriegsgelehrten. Das sollte mir erstmal reichen, denke ich. Das sind einige starke Einheiten. Ein gutes Stück mehr an Heilung. Sollte uns auch taktisch mehr Optionen ermöglichen. Und ich muss unbedingt Lethalia voll heilen, aber das können wir jetzt ja machen. Weil sie nicht nur 16 heilt, sondern eine ganze Stange mehr. So. Ich würde dann auch sagen, dass wir uns wieder zurück Richtung Kartenrand bewegen und diese Oase hier in Beschlag nehmen. So. Ich lasse es mal kurz ein bisschen dabei, nicht in Formation zu marschieren. Das kann gut passieren, dass wir das nämlich wieder früher tun müssen, als uns lieb ist. Ich finde es vor allem krass, wie weit der Massenangriff von Krux geht. So, es ist nicht mehr so weit. Damit müssen wir uns über Wasser halten. Wir haben noch etwas weniger als die Hälfte der Rundenzeit. Mehr können wir nicht verlangen.